So, Antananarivo ist buddhistisch geworden. Ein weiterer Stadtstaat reiht sich in unsere spirituelle Front ein. Das wird dem heiligen Bullen gefallen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Unser Ziel ist aber eigentlich ein größeres, ein ganzes Reich. Das ist das der Chinesen. Das wollen wir als nächstes umdrehen, nachdem die Amerikaner und die Schotten bereits dem heiligen Bullen folgen. Die meisten Züge in dieser Runde haben wir schon gemacht. So viel gibt es hier nicht mehr zu ziehen. Der Stadtstaat, wie gesagt, bekehrt. Wir eilen Richtung Osten. Flitzen mit dem Guru hierhin, mit dem Guru dorthin. Haben einen Händler in Bolokrat. Da ist eine Handelsroute abgelaufen, die brachte uns bislang Produktion. Jetzt haben wir in 4 Runden schon den Geheimdienst. Die Frage ist, wollen wir in der Stadt weiterhin dauerhaft so viel Produktion generieren und wofür? Für die Madrasar? Natürlich. Vielleicht auch für den Spion, wer weiß. Industriegebiet bauen, wobei das kommt vermutlich schon viel zu spät. Das sollte ja von hier aus alles boosten, aber dass wir da eine Werkstatt und dann vor allem eine Fabrik gebaut haben, das glaube ich irgendwie nicht. Das sehe ich kurzfristig ganz und gar nicht. Wir könnten uns den auch schnappen. Also wir haben im Augenblick alle 3 Händler von Bolokrat auslaufen oder hatten das. Einer ist jetzt frei geworden. Wir könnten uns ihn auch schnappen und den mal rüberbringen nach Weltendach und dann schauen, ob von dort aus Landrouten möglich sind. Nach Antananarivo oder nach Haddington. Hier ist schon eine Straße. Vielleicht hier, dass wir auf dem Landweg hier eine rüberbringen, damit wir noch schneller das Meer auf dem Landweg hier lang flitzen können. So, das mal wagen. Ich schick mal den Händler hier hin. Dann halten wir in der nächsten Runde von hier aus Ausschau. Hier würde ich gerne roden, kann aber nicht. Magnus ist dieser Stadt erst in 4 Runden zugewiesen. Das Roden wird hier alles verschenken. Ich ziehe mit dem eins hier hoch, dass er vielleicht, weil das ist, glaube ich, das nächste Geländefeld, dass wir die Steinressource entfernen würden. Bringt unfassbar viel Produktion, aber ist zugleich natürlich ein Akt der volkswirtschaftlichen Barbarei. Das ist mir glasklar. Also wenn ich selber nicht spiele, nicht im Let's Play, sondern privat, würde ich nie und nimmer eine Bonusressource entfernen. Das ging mir so gegen den Strich. Aber ich spiele privat ja auch nicht auf Gottheit. Das ist mir viel zu stressig. Das tue ich mir nur an, wenn ich Zuschauer habe. Also euch, was macht man nicht alles für andere Sivir, die man ein bisschen unterhalten möchte? Man ist bereit, sich zu quälen auf Gottheit. Aber so wie ich das mitbekommen habe, spielen die meisten von euch privat auch nicht auf Gottheit, aber genießen es, mir zuzuschauen, wie ich leide. Wobei das Leiden andererseits wiederum sehr überschaubar ist bei uns hier. Ich behalte sie alle. Und baue daraus meine Burg. Also, Weltwunder werden wir nicht viele bauen. Wir sind so produktionsschwach. Selbst die Hagia Sophia, die im Augenblick baubar wäre und uns einiges bringen würde, religiös. Nämlich, ich glaube, eine weitere Aktion für Missionare und Apostel oder irgendwas in der Art und Weise. Die bauen wir nicht, weil uns die Produktion in allen Ecken und Enden fehlt. Mittelalterliche Mauern, das ist schon interessanter. Allerdings haben wir keinen Feind direkt vor der Haustür. Boost, Inspiration für die Urbanisierung, ein weiterer Zeitalterpunkt, wunderbar. Jetzt schauen wir aber mal, wie wir in der naturwissenschaftlichen Forschung weitergehen. Und da konnten wir Häfen bauen. Interessant ist Ra-Segel, damit unsere gewasserten Einheiten, die Apostel und die Missionare, beim Durchqueren des Binnenmeeres schneller sind. Ein Bewegungspunkt mehr macht eine Menge aus. Die haben, glaube ich, im Augenblick 2 Bewegungspunkte. Dann hätten sie also 50% mehr. Das ist schon heftig. Was auch gut wäre, wäre vielleicht erstmal über Schießpulver gehen, ein Musketier. Dadurch bekommen, dass wir einen Schwertkämpfer upgraden, dann hätten wir schon die halbe Miete für das Ra-Segel. Denn der Boost ist hier, besiegt eine Einheit mit einem Musketier. Wir werden doch sicher irgendwo einen Barbaren finden, den man abschlachten kann. Andererseits, wir brauchen im Augenblick nicht zwingend ein Musketier. Ich mache das wirklich mal so. Das ist zwar jetzt nicht die schnellste Art, forschungsmäßig voranzukommen, aber das ist eine Sache, die wird uns sofort helfen. Denn irgendwann müssen wir das Binnenmeer überqueren, statt immer auf dem Landweg lang zu rennen. Wir machen jetzt zwar auch die Taktik hier mit dem Straßenbau, mit dem Händler. Aber ich forsche das dann mal an eine Runde und dann gucken wir weiter. Jetzt haben wir hier unsere beiden Späher, die das chinesische Reich erkunden sollen. Und die Städte finden sollen. Das ist eine Straße, deshalb können wir durch den Dschungel durchlaufen. Das ist alles flach. Wir rennen auf Campus mit Bibliothek und Unis kommen hier nicht weiter.
Okay. Hier scheint so das Chinesische Reich zu sein. Wir spionieren auch mit dem Kollegen hier oben. Ah. Der Dschungel ist doof. Da kommt man nur sehr langsam voran. Ja, ah, hier oben scheint was zu sein, okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier am Rand ein Apostel ist oder ein, genau, ein Apostel, der uns angreifen würde im theologischen Kampf, ist eher gering. Da bin ich gerne bereit, einfach bis die Missionare eher nach ganz rechts zu schicken. Ganz in den Osten. Das sind unsere Kämpfer hier. 20 religiöse Stärke. Der auch. Jardong wollen wir als erstes umdrehen. Das hier ist auch eine bevölkerungsreichste Stadt, Xi'an. Da werden wir den auch gut brauchen können. 75% Druck entfernen bei so einer großen Stadt macht immens viel aus. Ich schicke den, wir haben ja mehrere von denen, den schicke ich mal Richtung Xi'an runter. Die Kämpfer dagegen, die bleiben hier. Den Guru hierhin, den Kämpfer dorthin. Das ist wieder so eine Druckstadt, ein Druckapostel. Den lassen wir hier stehen. Das ist ein Kampfapostel, der bleibt hier in der Mitte stehen. Das ist einfach nur ein sehr effizienter Apostel. Das ist nur irgendeiner. Bisschen Haare nach rechts. Die bleiben hier stehen. Mich ein Zuschauer darauf aufmerksam gemacht. Ich habe immer Edinburgh gesagt, dass es Edinburgh heißen würde. Zumindest habe ich das so jetzt verstanden. Eine weitere Beförderung für den Kollegen hier. Eine Runde aussetzen, bis Magnus hier ist und uns den Rodungsbonus bringt. So, jetzt haben wir den Händler hier und wir schauen mal, zu welcher Stadt kann er ziehen. Kann er zum Beispiel zu den Schotten? Nur nach Montrose. Ah, nur auf dem Seeweg. Das nützt uns sowas von überhaupt gar nichts. Das heißt, die sind zu weit weg. Kann dann nach Antananarivo? Auch nicht.
Ach, das hätte ich mir denken können, weil hier kein Weg auf dem Land möglich ist. Man kann ja weder Berge noch Naturwunder überqueren. Deshalb ist das alles Käse. Deshalb klappt das alles nicht. Ja, stimmt. Das hatte ich komplett vergessen. Das ist doof. Ja, dann können wir gar nichts machen. Bleibt trotzdem hier. Wir wollen ja hier die heilige Stätte auch bauen. Und wir halten mal Ausschau nach viel Produktion und auch ordentlich Nahrung. Geht hier schon eine Straße lang? Ja. Geht hier schon eine Straße lang? Nein, dann schicken wir ihn mal nach Ewiger Bulle. Wobei ich mich gerade frage, ob der Geheimdienst eventuell auch noch einen Bonus bringt als Zielort für eine Handelsstadt. Das sind aber eigentlich nur Bezirke und nicht die Gebäude darauf. Und ich gucke das jetzt mal nicht nach. Ich weiß sogar nicht sicher, ob man das nachgucken kann. Der Rentner Ewiger Bulle hin und zurück. Baut Straßen. Und das war's schon. Ah, hier zieht ein Apostel lang. Okay. So, dann kennen wir jetzt die gesamte Küstenlinie dieses Binnenmeeres. Ich gehe mal auf den Politik-Layer. Ihr seht, das hier ist griechisch, numidisch, numisch, numidisch, Nubia. Es ist auf jeden Fall den Nubiern zugehörig. Das sind die Chinesen, die Schotten, Stadtstaaten, drei Stück nebeneinander. Unser Araber und unsere guten Nachbarn und ersten Buddies überhaupt in dieser Welt, die Amis. Also dann gehe ich mit der Galeere wieder zurück. Und wir machen dasselbe, was wir mit dem hier machen. Wir halten immer so ein bisschen Ausschau, ob da eventuell der ein oder andere Apostel auf dem Seeweg hochzieht und wo wir den abfangen können, damit die Städte nicht umgedreht werden. Eine Runde weiter. So, und der sollte... Ja, dem geben wir jetzt Pilger. Und dann sollte er eigentlich mehr Verbreitung bekommen. Ja, das hier ist ein Naturwunder. Das hier sollte eigentlich jetzt eine 7 stehen statt einer 3. Vielleicht wird das nur angepasst. Oder vielleicht muss er sich erst wirklich bewegen. Hin und zurück in der nächsten Runde. Das gucken wir uns gleich mal an. Nein, wir wollen mit dir jetzt einen theologischen Kampf machen. Deshalb geht das gerade mal ausnahmsweise nicht. Würden wir einen Malus bekommen im theologischen Kampf oder er würde einen Bonus bekommen oder irgendetwas in der Art. Vier Zeitalterpunkte. Die erste Madrasa. Ah, wie doof vom Timing her. In 8 Runden. Naja, ist jetzt halt so. So, und er hat jetzt immer noch nur 4 Verbreitungen. Hier ist ja eine Straße. Dann ziehe ich den einmal hier hin. Das hier ist ja ein Naturwunder hier. Einmal zurück. Ja, jetzt hat er 7. Das ist ja verrückt. Einmal Redner. Madrasa fertig. Stadtmauer. Heilige Stätte. Ja, wir wollten hier oben ja roden. Erstmal die Stadtmauer. 2 Gesandte. Die könnten wir jetzt nach Laventa schicken. Aber das wird uns erstmal gar nichts bringen. Die halten wir uns angespart. 2 Kultur mehr, wenn wir einen hier hinschicken. Amphitheater haben wir keine, Banken haben wir auch keine. Laventa, die Gesandten zählen zwar weiterhin, sind aber quasi deaktiviert. Also die bringen uns diese Boni nicht. Das hatten wir uns in der letzten Folge angeschaut. Also ich kann ja 2 draufschlagen, aber dadurch werden wir ja nicht so souverän. Gorgo, dafür brauchen wir 11. Gorgo hat 10, um sie zu übertrumpfen. Das macht keinen Sinn. Wir behalten die mal in petto und gucken mal, was wir damit noch Schönes machen können.
Ah, ein Disputant. Ist das cool. Glorreich, zauberhaft. Der vierte Disputant, den wir schon haben. Da stelle ich gerne noch einen fünften her. Wenn es klappen sollte. Was liegt hier im Osten? Ah, Changsha. Okay. Und die nächste Stadt? Hier oben scheint nur eine zu liegen. Und hier noch gleich mehrere, oder? Mit dem Kollegen müsste ich eigentlich ziemlich dicht... Mhm. Wir machen das mal so, also die beiden könnten sich um Changsha kümmern. Oh, hier ist einer, schaut mal. Ein Apostel, den würde ich mir gerne holen. Wenn wir den umdrehen, ich wette, der rennt, der ist hier frisch entstanden, das ist eine heilige Stätte. Ich wette, der rennt entweder Richtung Süden, Südwesten oder Westen. Den würde ich mir gerne schnellstmöglich holen und killen, der wird uns total helfen hier. Wir machen das, wir greifen jetzt an. Wir ziehen unsere Einheiten aufs Gelände drauf. Damit entblößen wir uns auch und wahrscheinlich zeigen, dass wir da sind. Genau, das machen wir. Das ist ein Disputant. Der zieht ihm entgegen. Das hier ist ein Disputant. Der zieht ihm auch entgegen. Das ist ein Disputant. Ihr ahnt es schon. Der zieht hier lang. Da machen wir einen Guru in deren Rücken. So, der macht ganz viel Druck weg. Den ziehen wir. Hier scheinen keine zu sein. Toi, 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 dass es dabei bleibt. Wenn er rüberziehen würde, der ist hier über Straßen, der ist ganz flink unterwegs. Wen greift er an? Ich weiß es nicht. Also den, mit dem könnten wir in Zhao Dang ganz viel Druck entfernen. Dann machen wir das so, dann schicken wir den hier hin. Und die haben ja alle eine Kontrollzone. Jetzt fordern wir ihn richtig heraus. Er muss nur eine Verbreitung übrig haben, dann ist er im theologischen Kampf schon effektiv. Religion verbreiten. Das ist egal, in welche Reihenfolge. Wir können den Druck danach auch entfernen. Die Reihenfolge ist egal. Dadurch provozieren wir ihn jetzt richtig. Der kommt gleich hinterher. Das ist ein Apostel. Verbreitung dreifache Stärke. Der ist auch sehr hilfreich. Und den schicken wir Richtung Xian. Nee, den schicken wir zu der heiligen Stätte. Das ist wichtiger. Dann holen wir uns schon mal einen Guru in Verstärkung. Das ist auch einer mit dreifacher Stärke. Den schicken wir hier hin. Die heilige Stätte will ich unbedingt haben. Ein Guru nach rechts. Ein Guru nach links. Noch ein Apostel in Reserve. Kann Barbaren bekehren. Einfach nur hier im Hintergrund halten. Noch ein Missionar ganz nach rechts. Ein Missionar unten lang. Ein Missionar hier lang. Der setzt eine Runde aus.
Die sollen hier bleiben. Nebeneinander stehen. Dreifache Stärke. Aber wir haben keine Straße mehr. Der hat nur einen Bewegungspunkt. Wenn hier eine Straße wäre, dann könnte er noch ein Stückchen vor und hätte noch genug bei diesen modernen Straßen, um noch was zu machen. So geht das nicht. Wir könnten ihn aber... Was ist eigentlich, wenn wir die heilige Stätte blocken hier? Kann dann hier noch eine Einheit entstehen? Boah, ist das ein spannender Gedanke. Dann sollten die hier vielleicht keinen Apostel kaufen können. Kann das sein? Was sind hier für Gebäude drauf? Versammlungshaus bringt plus zwei, also den üblichen drei Glauben und plus zwei Produktion. Wisst ihr was? Ich ziehe den mal hier drauf. Das ist ein bisschen riskant, weil dann kann der Apostel sich den schnappen. Und der hat keine Disputantenfähigkeiten. Aber mit ein bisschen Glück, ich bin mir nicht sicher, kann es sein, dass hier gleich keine Einheiten gebaut werden können. Der hat nicht mehr viel. Hier oben decken wir mit den anderen auf. Ich gehe mal Richtung runter. Hier ist auch eine Straße gleich. Ja, da ist die weitere Stadt. Chengdu. Okay. Ja, das sind so Kleinststädte. Jetzt sind wir schon am Rand des Reiches. Mit ihm können wir jetzt auch vorziehen. Den bringen wir auch in Position. Jetzt geht's zur Sache. Einmal anlanden, da sind wir schneller. Einmal aussetzen. Der setzt auch weiterhin aus. Wir warten, bis Magnus etabliert ist. Noch ein Händler, der eine Route beendet hat, diesmal in Bulokrat. In zwei Runden der Geheimdienst fertig. Den lasse ich hier mal stehen und schicke den nach Bandar Brunei. Da habe ich richtig Bock drauf, da kriegen wir nämlich viel Gold. Oder, das wird denen auch gefallen, runter zu den Armees. Das ist dann nochmal, weil das ist, glaube ich, das erste Reich, was bei uns, wo die Allianz gleich erlöschen wird, in schon 9 Runden. Das ist der erste Allianzpartner, der uns wegbricht und das kann nur gut sein, mit denen Handel zu treiben. Bringt 6 Gold, das ist eine ganze Menge, alles gut. Der läuft hier hin, bitte. So, was können wir noch machen? Zeitalterpunkte, Widmungsboni, Technikboni, Kauf mit Glauben möglich, haben wir alles gemacht. Handelsposten erstellt. In Abendstern. Eine Runde weiter. Okay, machen wir. Wie reagieren die Chinesen hier? Also die kapieren ja jetzt, ja, die sollten jetzt verstanden haben, was hier geschieht. Ein massiver theologischer Angriff auf ihre heilige Stadt mit ihrer heiligen Stätte, auf die Geburtsstadt des Taoismus. Ein Apostel im Augenblick nur von uns zu sehen. Kann sein, dass im Hintergrund im Fork of War noch weitere sind, das wissen wir nicht. Aber wir wollen auf jeden Fall rein. Wir werfen mal einen Blick auf den Religionslayer. Da kann man am besten erkennen, wo noch heilige Stätten sind, an den blauen Produktionsgebäuden von Glaubenspunkten, hier zum Beispiel. Das heißt, die Stadt sollte man sich auch schnappen. Also hier eine heilige Stätte, da eine heilige Stätte und da. Wenn wir alle mit heiligen Städten umgedreht haben, dann wäre das schon mal sehr cool. Und ja, für das Umdrehen einer heiligen Stadt übrigens bekommt man massiv an Zeitalterpunkt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Käme zu früh, aber das ist mir egal. Das ziehen wir hier auf jeden Fall durch. Wie zieht der Apostel hier? Was macht er? Wohin geht er?
Bleibt er vor Ort? Nein. Wohin zieht er? Der bleibt stehen, wo er ist. In einer Marktwirtschaft hat das Individuum jedoch die Möglichkeit, der Staatsgewalt zu entkommen. Lagermodernisierung, also die Jagdlager, mehr Produktion und Nahrung durch sie. Neue Einheit Freibeuter, eine neue Karte für den Handel, mehr Fortbewegung, wenn zu Beginn der Runde in freundlich gesinntem Gebiet. So ein Problem hatten wir schon mal. Das war diese andere Karte, diese Joker-Karte. Die brachte auch angeblich freundlich gesinntem Gebiet. Das war diese hier. In freundlich gesinntem Gebiet hätten wir angeblich 15 mehr Kampfstärke gehabt für unsere religiösen Einheiten. Das hatte nicht funktioniert. Deshalb bin ich mir sehr unsicher, ob diese andere Karte auch funktionieren würde. Wir gehen auf jeden Fall jetzt hier rein. Regierung wechseln? Nein. Es bleibt bei der Theokratie oder wechseln in die Monarchie. Diese Boni hier, Rabatt auf Käufe mit Glauben und plus 5 Stärke im theologischen Kampf. Wenn ich mich richtig erinnere, hattet ihr mir in den Kommentaren erklärt, es würde zu addiert werden, aber ich weiß es nicht mehr genau. Genau, deshalb hatten wir die Karte hier rausgenommen. Mhm. So, jetzt gehen wir wieder hier hin. Wir können ja die Karten wechseln. Die Karte kommt auf jeden Fall weg. Mehr Produktion für Spione oder mehr Einflusspunkte? Spione ist vielleicht wichtiger. So können wir die gesamten ja auch beeinflussen. Wir wollen ja gleich einen Spion bauen. Die nehmen wir erstmal wieder rein hier. Religiöser Orden ist klar, das ist klar. Das bringt beides Glaubenspunkte und das ist gut für den theologischen Kampf. Das hilft uns Gold sparen, Einheitenunterhalt reduziert. Annehmlichkeiten brauchen wir auch. Eine Joker-Karte. Darum geht's jetzt nur noch. Und ich denke mal, das Klügste wäre, wieder zurückzukehren zu Simultaneum, dass wir mehr Glaubenspunkte generieren. Wir überfliegen aber mal schnell alles, was wir sonst noch haben. Macht ihr vermutlich im Augenblick auch, genau wie ich, ne? Also das ist hier die auf Nummer sicher und so machen wir es Karte. Und das tun wir auch. Wir haben im Augenblick 193, oder? Wenn ich das richtig lesen kann, an Glaubenspunkte jede Runde. Und jetzt werden es 219. Es geht. Es sind immerhin 25 mehr. Das entspricht so über den Daumen einem Achtel unserer Punkte, die wir draufgeschlagen bekommen. Das ist ordentlich. Er hat sich nicht bewegt. Er bleibt hier bei der heiligen Stätte stehen. Und das ist nicht unbedingt doof, weil, also erstmal ist natürlich die Frage, was macht eine KI generell, wenn so eine Übermacht kommt? Da kann man nicht viel machen. Aber bei einer heiligen Stätte zu bleiben, kann durchaus hilfreich sein. Wie auch immer, da schauen wir uns alles zu Beginn der nächsten Runde an, dann bewerten wir auch mal gemeinsam das Kampfverhalten, das spirituelle Kampfverhalten der KI hier und schauen mal, ob wir vielleicht in der nächsten Folge bereits die heilige Stätte, die heilige Stadt mit der heiligen Stätte des Taoismus, bullistisch werden lassen.